Hey Leute, ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und die werde ich jetzt beantworten. Kornikael fragt, welche Haarfarbe hast du und wie bist du zu Mädchen 2 gekommen? Ja, also ich glaube, ich sehe so ziemlich deutsch aus, wie man deutsch aussehen kann. Groß, blond, blaue Augen. Wobei man aber auch bei mir sagen kann, man könnte es, glaube ich, auch braun nennen. So. Ich sage, es ist dunkles Blond, aber ja, ist, glaube ich, Definierungssache. Ich denke, es ist blond. Wie bin ich zu Mädchen 2 gekommen? Da kann man auf jeden Fall sagen, ich bin nicht so jemand, der einen Adblocker hat. Und von daher habe ich dann irgendwann mal eine Ad gesehen. So, ey, spiel mal Mädchen 2, Dude. Und da habe ich mir gedacht, ey, okay. Und dann habe ich es mir gedownloadet. Allerdings war das noch so eine Zeit, wo man ab Level 14 keine XP mehr bekommen hat. Und dafür dann dieses monatliche Abo holen musste. Das heißt, da gab es keinen Itemshop oder so. Sondern da musstest du, ähnlich wie bei WoW, monatlich zahlen. Und dann hast du EXP bekommen, so. Und ja, dementsprechend habe ich dann, weil ich noch ziemlich jung war, ab Level 14 dann halt aufgehört. Hat genau einen Tag gedauert oder so, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann nochmal eine Ad gesehen. Ey, Mädchen 2 ist jetzt free to play. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Und seitdem an spiele ich eigentlich wieder. Hat aber einen großen Zeitabstand zwischen gehabt. Und ja, seitdem spiele ich halt aber auch immer wieder mal mit Unterbrechungen. Ach ja, Leon. Du hast 24 Stunden Zeit, sich bei mir zu entschuldigen. Ansonsten... I will find you. And I will kill you. Sir Hero fragt, spielst du neben Mädchen 2 auch andere Spiele? Wenn ja, welche? Also, ich spiele sehr, sehr gerne momentan auch noch LOL, weil das halt so ein Skillgame ist. Ich sag nur Silber 5, Leute. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich eher so der Aram-Typ bin. Und ansonsten spiele ich noch ganz gerne Wizard 101 momentan. Mach da so ein bisschen PvP-Kämpfe und so weiter. Markus Arkus fragt, was hast du von den einzelnen Updates von deinem Spielbeginn an gehalten? Ja, das ist ein ziemlich ausführliches Thema. Das kann ich jetzt natürlich nicht so komplett in dem Video so aufarbeiten. Allerdings kann ich sagen, es ist vieles Positives gelaufen, aber halt auch negative Sachen. Ich fange einfach mal bei PvM an. So die ganzen Neuerungen und so habe ich in der Regel immer cool gefunden. Das heißt, die neuen Ranzo, Razzador, Nemere, der Drache, dann Grotte kam dazu, Grotte 2, die 90er Maps, dann die 95er Map. So an für sich fand ich die Updates immer cool. Allerdings muss man dazu dann halt auch sagen, dass mit einem neuen Update halt oft Drops, die man früher dann gut farmen konnte oder so, dann von der Wertigkeit her sehr gesunken sind. Das fand ich dann halt nicht so cool. Aber ich finde, das kann man auch irgendwie jetzt noch regeln, so. Zum Beispiel, wenn jetzt nochmal so ein Update kommen würde, würde ich einfach mal sagen, dass man zum Appen zum Beispiel, ist jetzt nur ein Vorschlag, ne? Dass man zum Appen ein Abversuch dann zum Beispiel mal so 100 Talisman braucht oder so. Dass dann halt wirklich auch die Low-Leveler gut farmen können zum Beispiel. Und das wäre dann halt so mal ein Vorschlag. Halt PvM fand ich eigentlich immer alles sehr cool. Besonders halt auch so mit den Grotten-Update und so weiter hat das auch viele Hindernisse dargestellt. Zum Beispiel Melee's Horde und so packen jetzt immer noch nicht viele, aber die arbeiten darauf hin. Und das fand ich halt immer cool, dass man halt so mit der Gemeinschaft geguckt hat, okay, wir müssen besser werden, was können wir machen? Das fand ich immer ziemlich cool. Und halt ja, mit den Drops und so ist dann halt immer so ein bisschen... Aber mir fällt jetzt momentan auch nichts ein, wo man sagen könnte, okay, so hätte man es besser machen können oder so. Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt einfach mal unten in die Kommentare. Und ja, jetzt kommen wir zu PvP. Da sind wir ja momentan dran, beziehungsweise die Gameforge. Da muss ich sagen, ich war früher ein sehr großer PvP-Spieler, sage ich mal. Beziehungsweise habe sehr gerne PvP gespielt. Das ist ja momentan nada bei mir. Und das hat einfach damit zu tun, weil PvP komplett broken war.
meiner Meinung nach war viel zu viel Damage drin. Also viel zu viel. Denn das Ding ist halt gewesen, es gibt ja halt die verschiedenen Charaktere und da ist ja teilweise prozentualer Schaden draufgekommen. Prozentualer. Das heißt zum Beispiel, so der Unterschied zwischen einem Magiesucher und einem Körperkrieger ist halt viel, viel krasser geworden. Ein Körperkrieger hatte 1000 verschiedene Möglichkeiten, sich zu pushen, dann auch noch prozentual. Und ein Magiesucher, es gibt halt keine Magie-Taus oder so. Gibt es halt nicht. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ein Magiesucher Crap war oder so. Aber mit dem Magiebruchstein, keine Ahnung, fand ich halt auch nicht cool, besonders Heilscharmi oder so, sind ja jetzt immer noch komplett broken. Ich hoffe, dass das echt mit dem Update dann besser wird, weil ich bin ein sehr, sehr großer PvP-Fan. Ich fände es auch cool, wenn es besser wird. Und dann würde ich sagen, lege ich wieder komplett los mit PvP. Space Hefe fragt, übrigens cooler Name, wenn jemand sagt Neuanfang in Medien 2, würdest du sagen Global oder DE? Also, das ist eine etwas komplexere Frage, ne? Ich sag mal so, mir macht es momentan auf Global ziemlich viel Spaß. Der Server hat auf jeden Fall Vorteile, wo ich zum Beispiel so sage, dass so viele verschiedene Nationen, ne? Also wir haben zum Beispiel Melee's Horde ran gemacht, da waren 6 verschiedene Nationen dabei. Und das ist halt MTS manchmal so ein bisschen chaotisch und so, ist aber mega witzig, besonders mit den Franzosen. Also kann man ja wie immer so ein paar Witze raushauen und so, ne? So, wie ist eure Nationalflagge und sowas. Aber, ja wie gesagt, es ist halt wirklich, du lernst neue Leute kennen und ich muss sagen, mein Englisch hat sich richtig krass verbessert, weil ich einfach viel mehr Englisch rede und halt auch schreibe. Was jetzt nicht heißen soll, dass mein Englisch gut ist, aber es wird ziemlich viel besser. Wobei man aber auch sagen muss, dass momentan der Corvinia-Server voller ist. Wobei ich aber auch bei den globalen Server mehr Potenzial sehe. Das ist so der einzige Server, glaube ich, der richtig voll werden kann. Also, man hat natürlich so einen Hype-Server auf den jeweiligen nationalen Server. Allerdings kann auf Global halt jede Nation wirklich gut drauf spielen, weil halt die Amtssprache da Englisch ist. Und deswegen sehe ich so persönlich den Vorteil bei Global. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, ich spiele lieber Corvinia. Wobei ich da viel zu viel Angst hätte, irgendwelche Typen wiederzutreffen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. X keine Gnade fragt, wie geht es deiner Oma? Sie war ja damals gestürzt. Also, damals hat die sich halt den Arm gebrochen, auch ziemlich heftig. Allerdings, jetzt wieder alles tipptopp, wirklich, da geht es sehr gut. Die hatte damals so ein Exoskelett quasi um den Arm rum, das heißt so Metallstäbe, die aus dem Arm so rauskamen und so, sah halt echt brutal aus. Hat sie jetzt natürlich nicht mehr, aber das sah schon echt geil aus, so muss ich echt sagen. Also wenn ich mit der in der Stadt unterwegs war, das war auf jeden Fall ein Eyecatcher, ey. Alter Falter. Ja, wie gesagt, die ist wieder topfit. Die geht hier Berge hoch in unserer Stadt. Da sind die ganzen Schüler, die Richtung Schule müssen. Die sind immer am Schnaufen und meine Oma kommt hier in den Haus rein. Alles locker flockig. Das heißt, die ist topfit. Danke der Nachfrage. Ich habe noch nicht alle Fragen beantwortet, aber wenn ihr noch andere Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten rein und die werden dann im nächsten Fragen-Antworten-Video kommen. Das war's dann von mir. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.